Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Kanal. Wie in Facebook schon angekündigt, will ich euch heute mal wieder coole Produkte von Skullpaper vorstellen. Und zwar haben die wieder neue Produkte, unter anderem auch Magnetikfolie zum Selbstbedrucken. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, für alle herkömmlichen Drucker, für Epson, Canon, HP, Brother und Kodak, also ziemlich alle Tintenstrahldrucker geeignet. Ich hole euch da mal so ein Blatt raus. Ist da die Besonderheit, dass ihr da die. Früher haben die Leute sich da selber Magnetfolie hinten dran geklebt. Hier sind die Magnetfolien schon hinten dran. Und bedruckt wird das Ganze dann nachher hier auf der weißen Seite. Lässt sich auch ziemlich gut bedrucken, ist auch ziemlich farbecht, sieht auch richtig gut aus, wenn man das bedruckt. Ich habe da schon was vorbereitet. Ich habe da hier eine Meerjungfrau drauf gemacht und das habe ich jetzt. Ja, blöd ist bloß, dass ich das auf A4 gedruckt habe. Das müsst ihr nicht alles auf A4 drucken. Ihr könnt hier. Ja, mit Photoshop so den A4 bearbeiten und da mehrere Motive draufdrucken und euch das nachher ausschneiden. Ausschneiden könnt ihr das auch wunderbar. Ich habe das bei mir am Auto gemacht. Ich habe mein Logo da ausgedruckt und zwar auf 10x15 Fotogröße. Habe ich mir hier mein Logo ausgedruckt und ja, habe das Ganze dann nachher ausgeschnitten. Das zeige ich euch, blende ich euch hier gleich mit ein. Und weil ich es natürlich draußen im Auto drauf gemacht habe, dachte ich mir, naja, ob da nicht die Druckerfarbe runter geht, dann habe ich das Ganze noch mit Klarlack lackiert. Aber und dann habe ich es dann trocknen lassen und dann hinten bei mir ein Auto gemacht. Hält ziemlich gut. Ich bin damit auch schon die ganze Zeit durch die Gegend gefahren und bis 100 km/h hält das eigentlich so ziemlich gut hinten dran. Aber was sollte auch passieren, weil hinten ist nicht so der Luftzug. Ob das nun auf der Motorhaube auch funktioniert, keine Ahnung. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das machen wollt. Und ob das danach erhält oder an der Seitentür, ob das verrutscht. Dann kommen wir zu den nächsten und dann haben wir hier noch ja, so Aufkleberfolie. Da könnt ihr eure Aufkleber selber bedrucken. Finde ich auch eine ganz gute Sache, wie zum Beispiel, ihr kennt auch diese Fensterbilder, die ihr an die Fenster machen könnt. Ihr könnt hier auch so Flaschenetiketten, die hier schon vorne abgebildet ist, könnt ihr da machen. Ich habe da auch zwei Motive ausgedruckt drauf und habe die ans Fenster geklebt. Das seht ihr jetzt hier auch schon wieder. Und ja, ich habe ganz einfach nur mal, ich hole hier mal so auch so ein Blatt raus, damit ihr das sehen könnt. So sieht das Ganze aus. Auf dieser glänzenden Seite, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ob das hier so ein bisschen glänzt, da druckt ihr nachher da das Motiv drauf. Und hier hinten, das gelbe Blatt zieht ihr dann nachher ab. Und wie ihr das hier jetzt auch im Video sehen könnt, lässt sich das ein bisschen. Ja, manche Fensterbilder könnt ihr dann schön mit ja, Wasser drauf machen und dann könnt ihr die noch verrutschen. Das geht hier leider nicht. Und ihr solltet auch die ganze Folie, das ganze Papier hinten nicht komplett abziehen, weil dann rollt sich das und dann macht ihr euch das ganze Bild kaputt. Also immer stückchenweise abnehmen und dann rankleben, wie ihr das hier schön sehen könnt. Und ja, und immer Stück für Stück. Ist ein bisschen schwierig, ich weiß nicht. Ob Leute unter euch seid, die schon mal Tönungsfolie im Auto reingemacht haben, so Tönungsfolie reingeklebt hat, ist halt eine fummelige Sache, aber eigentlich ganz cool. Wie auch hier könnt ihr die ganze Folie ausschneiden, das haben wir hier jetzt mir auch gemacht. Wir haben den Elefanten ein bisschen ausgeschnitten und den Pelikan, nee, Flamingo ist es, genau, den Flamingo ausgeschnitten und einfach an den Fenster reingemacht. Hier sind auch die Farben ziemlich gut, also die kommen gut zur Geltung auf der Folie und lässt sich gut ausdrucken. Die Farben sehen schön aus und ich finde das eine coole Sache. Dann haben wir hier noch so ja, Stifte, Flexi-Pinsel sind das, aber sind auch so in Stiftform. Was ich hier ganz nett finde bei diesen Brush Pens heißen die, dass das nicht wie herkömmliche Stifte sind, sondern die sind so beim Malen wie Pinsel. Das ist, ich hole hier mal einen raus. Und der sieht erst aus wie so ein herkömmlicher Stift, Füllstift. Ist es aber nicht, weil hier oben, ja, ich mal das jetzt mal in meinem Finger, da könnt ihr das sehen. Die Spitze, die ist dann nachher wie ein Pinsel. Ist ziemlich gut, wie Pinselbürsten. Damit könnt ihr wunderschön Bilder ausmalen oder wer, ich kann es nicht so gut. Bilder malen und danach schön ausmalen und sowas, da sind die sehr gut geeignet. Und was ich hier auch gut finde bei den Stiften, da ist so ein Stift dabei, dann macht ihr Wasser rein.
kriege ich nicht aus der Packung, oder? Doch. So, und den schraubt ihr hier einfach auf. Dann könnt ihr euch das mit Wasser befüllen. Macht ihr den hier wieder zu. Und was dann natürlich schön ist, wenn ihr danach gemalt habt, könnt ihr die Farben ineinander verlaufen lassen, weil ihr könnt dann mit diesem Wasser das dann so vermischen und ein bisschen breit schmieren. Echt eine coole Sache. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so begabt für. Ich habe euch da, wir haben uns einfach ein Bild aus dem Internet ausgedruckt und das habe ich da mal so teilmäßig ausgemalt. Das Bild blende ich euch gleich ein und dann könnt ihr das sehen. Also die Farben sind wunderschön. Also ich finde die richtig gut. Lässt sich auch sehr gut mit ausmalen. Und das Farbbild sieht richtig schön aus, richtig leuchtend, schöne, kräftige Farben. Finde ich sehr gut. Ja, die Produkte von Skullpaper waren bis jetzt alle gut, die ich getestet habe. So wie ich habe euch das schon mal gezeigt. Ich habe euch hier diese Druckfolie für das T-Shirt gezeigt, für dunkle und helle Stoffe. Guckt einfach da mal in der Internetseite rein. Vielleicht findet ihr da auch ein paar nette Sachen, die ihr gebrauchen könnt oder sowas. Ich finde, die Produkte sind gut, die kann man gut kaufen. Und ich kann die nur weiterempfehlen. Guckt mal rein, vielleicht holt ihr euch welche und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Videos und dann sage ich ciao.